Hallo und willkommen hier bei Model Builder. Ja, eine Simulation über Modellbau. Und die gibt es gerade. Da haben wir schon, ich habe ein bisschen Tutorial schon gemacht und ja, wir haben den Zwerg hier gebaut. Da haben wir den Hammer angemalt. Das passt soweit. Das Flugzeug hier haben wir gebaut. Das war nur zusammensetzen. Ja, und das gibt es gerade im Epic Game Store. Kostenlos bis zum 5.10. am Donnerstag, zum 5.10. um 17 Uhr könnt ihr das euch kostenlos holen. Ja, deshalb wollte ich das hier zeigen. Und nein, ich bekomme kein Geld von Epic. Also nicht, dass jemand denkt, ich habe hier einen Vertrag oder so. Nein, nein. Ich wollte euch das einfach nur zeigen, weil es gerade kostenlos angeboten wird. Und falls ihr Spaß an sowas habt, dann könnt ihr euch das abholen dort. Ja, Modellbau-Wettbewerb für Anfänger sind wir gerade. Und da sollen wir ein kleines Auto zusammenbauen. Dann gehen wir hier mal an den Werktisch. So, da ist Wasteland Drifter. Dann packen wir mal aus. Ja, da gibt es dann immer so eine kleine schöne Anleitung hier. Da kann man auch schön durchblättern, die Teile, mit welchen man anfängt und so weiter. Ich glaube wirklich, wir sollen das auch ja, doppelklicken oder, nein, du gehst wieder in die Ablage, bitte. Drehen, rechte Maustaste gedrückt halten. So, und ich glaube, wir sollen das auch anmalen. Ja, Farbeimer und so ist hier. Oh, inzwischen sind es mehr Farben. Bei dem Zwerg waren es nur 5 Stück oder 6 Stück. Und ich weiß nicht, was für eine Farbe im Moment. Die wird, glaube ich, hier angezeigt. Nummer 5 Earth Brown. So, Nummer 5 Earth Brown. Das sollen wir komplett anmalen. Alles, okay. Also mit dem Farbtöpfchen hier kann man einfach alle Teile mal komplett... Na, da ist noch was. So, das hätten wir geschafft. Das zeigt es dann auch an. Moment, ich mache mal die Maus zu. Wo ist das Teil jetzt hin? Ah, ist wieder in der Ablage hier. Ja, das zeigt es dann hier oben an. Die Stufe hätten wir geschafft. So, dann brauchen wir wieder das Teil. Wir sollen den Sitz anmalen. Das schaffen wir bestimmt. Gray-Brown. Also wir sind weiterhin bei den Farben. So, dann lass uns mal suchen, wo soll das sein? Brown, Mud Brown. Ja, Gray Brown. Oh nein, ich wollte nicht die Spritzpistole. Ich soll ja den ganzen Sitz anmalen. Und was ist das hier? Dark Aluminium auf die entsprechenden Teile. Ah, auf die Auspuffteile. Na, okay. Ein bisschen friemelig zu drehen hier noch. Also ich denke, man gewöhnt sich da dran. Irgendein Aluminium war das. Na, wenn ich in der Farbe bin, zeigt es mir das nicht mehr an. Dark Aluminium, oder? Ja, genau. Na, hier den... So, den haben wir. Wie komme ich an den anderen ran? So, Stufe abgeschlossen. Was gibt's als nächstes? Okay, du gehst, ich glaube, Space drücken ist in die Ablage. Dann brauchen wir das Teil hier. Und das ist wahrscheinlich auch Aluminium, genau. Das haben wir noch. Die Reifen auch. So, fehlt noch was? Ah, hier. Klein und versteckt. Ja, mit Mausrad kann man ranzoomen. So, das hätten wir auch geschafft. Jetzt die Räder in Rubber Black. War klar, dass Räder schwarz sind. Hier. Einmal und zweimal. Das war schon nach einmal fertig. Na gut. So, ab in die Ablage. Was ist denn als nächstes? Okay, wir brauchen das Teil. Wir müssen die zusammensetzen jetzt. Einmal. Oh. Und nein, das in die Ablage. Einmal rumdrehen nach unten. Und dann kann man das hier, wird das so vorgegeben. Einfach ranbasteln. Sehr schön. Okay, dann sind die anderen Räder dran. Mal wieder Dark Aluminium. Das kennen wir schon. Wo war das jetzt wieder? Ich muss hier mal suchen. So, mal mal alles an. Hier ist noch eine Stange. Mein Gott, muss ich doch näher ranholen. Dass wir auch alles erwischen. So, abgeschlossen.
Next one, wieder mal schwarz, war klar. Hier, die Reifen in schwarz. Die Felgen sind dann jetzt auch schwarz. Sehr komisch. Mal hier auf dem Bild sind sie in Silber oder in diesem Aluminium. Und das ist jetzt auch schwarz? Ah nein, okay. Das ist nicht schwarz. Das sah nur so aus. Kann ich die wieder in dem Aluminium machen? Nein, das sind nur die ganzen Reifen. Ja, ich könnte dann die Felgen in dem machen. Hier ist, kann man die Größe einstellen von dem Sprühteil. Von der Sprühpistole. Ein Sprühteil. Aber ich weiß nicht, was ich da noch alles mit anmal. Probieren das einfach mal. Wenn die Felgen hier nicht in Aluminium kriegen. Ganz schöne Frickelarbeit. Aber wer sich mit Modellbau auskennt, weiß, in Realität ist es auch nicht so einfach. Also ich mache so ein bisschen Modellbau. Beziehungsweise ich habe gemacht, jetzt momentan nicht mehr. Und jetzt habe ich die Reifen schon wieder mit angesprüht. Huch. Ja, oller Pfuscher halt. Gut, wir müssen die Sprühpistole einfach feiner stellen. Das sieht auch ein bisschen schlecht mit dem ganzen Schwarz hier. Vielleicht gibt das Bonuspunkte beim Wettbewerb, wenn die Felgen Aluminium sind. Ich weiß nicht, warum die Reifen nicht extra gemacht werden und die Felgen auch extra. Weil so ist es ja schon ein bisschen fummelig. Also Felgen und Reifen sollten meiner Meinung nach hier ein bisschen getrennt sein. Aber nur gut, ich sprühe die Felge auch noch an. Die anderen müssten ja jetzt auch schwarz sein. Von den vorherigen. Weil ich dachte eigentlich, die Felgen bleiben dann in Aluminiumfarbe, aber nein. Da habe ich mich wohl getäuscht. So, einfach mal zumindest mal grob. Na, hier, so. Naja, nicht perfekt, aber so als Anfänger hier ist das doch ganz gut, oder? Würde ich sagen. So, okay, dabei belassen wir es. Das wäre geschafft. Ah ja, okay. Wir sollen das zusammensetzen. Nein, doppelklicken geht. So, dann gib mir das. Nein. Anders, das muss ich so rausziehen, sobald ich... Okay, jetzt aber erst rumdrehen. Dann lass rausziehen und dann passt das auch oder auch nicht. Na, da war's doch. Wieso willst du nicht? Manchmal. Da, manchmal rastet es hier ein, manchmal nicht. Jetzt hat es geschnackelt. Aha, okay. So, was ist als nächstes dran? Das Oberteil der Karosserie anmalen. So, da wären erstmal rot. Wo brauche ich denn die unteren Farben? Hier. Und diese Farbe? B8, ist das B8? Weiß ich nicht. Das wird dann wahrscheinlich bei den Farben drin stehen. Fangen wir mit dem Rot an. Wine Red. Da nehmen wir schon mal alles hier. Ah, okay. Das wird einfach nur einzeln angemalt. Das ist auch schön, dass die Motorhaube jetzt ausgelassen wurde. So, was soll die Motorhaube werden? Ocean Blue, okay. Ocean Blue haben wir hier. Einmal die Motorhaube. So, das Teil hier müsste dann Dark Aluminium werden. Hoffe ich doch, dass das richtig ist. Na, das kann ich nicht einzeln. Kann ich das Hinterteil vielleicht einzeln? Sooty's Black. Sooty Black, was ist ein Sooty Black? Habe ich noch nie gehört. Okay, das geht auch nicht. Da brauchen wir doch die Sprühpistole wieder. Müssen das echt einzeln ranfriemeln oder einzeln anmalen. Was ist das hier? Soll das auch eine Farbe kriegen? Bin mir nicht so sicher. So, ich tippe hier mal. Warte mal, hier gibt es auch Pfeile. Ah, okay.
So geht's auch. Machen wir mal ein bisschen größer, sonst kommen wir ja hier nicht voran. Okay, noch größer. So, erstmal das Grobe hier. Ich hoffe, das ist korrekt, was ich hier mache. Sieht aber so aus. Sieht aber mal so aus. Was ist denn hier? Warum ist hier der Fleck rot? Der wird auch nicht anders. Na gut. So, wir basteln hier mal so ein bisschen in die Ecken rein. Das war dann nicht hundertprozentig wieder mal, aber naja. Ich habe jetzt keine Lust mit so einem 1 mm Sprühkopf hier rumzuspritzen auf diesem Teil. So. Naja, für mich gut genug, das passt schon. So, jetzt weiß ich nur nicht, was hier das Teil soll hier schwarz werden. Dark Aluminium soll das werden. Dark Aluminium und dann brauchen wir wieder kleineren Pinsel, kleineren Sprühkopf. Kann ich das auch verschieben oder nur drehen? Nee, verschieben geht wohl nicht. Das geht wohl nur drehen. So, einmal hier rüber. So, das war einmal. Ah, das gibt es nur auf der Seite, das Teil. Okay. Was haben wir denn hier noch? Diese oberen Teile sollen wohl auch eine Farbe kriegen, also die kleinen Punkte hier. Die Frage ist nur jetzt wieder, welche, wenn es wenigstens anzeigen würde, was, um das Teil zu finden. Ja, das Teil habe ich schon. Aber ich bin nicht sicher, was für eine Farbe das werden soll. Wo ist das Suti hier? Da haben wir das Teil noch hier. Das können wir natürlich noch so anmalen. Ah, das hier mit, okay. Wieder also ganz pingelig mache ich das jetzt nicht. Ist das auf der anderen Seite auch? Ja, das gibt's. Ja, immer ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen gepfuscht, aber naja. Also mein Modellbau, wenn ich da bin, ich ja ein pingeliger. Kann auch schon sein, tue ich dann fünfmal drüber malen, bis es genau an den Kanten stimmt. Aber ich will euch das Spiel ja erstmal im Groben zeigen. Wie gesagt, da es momentan kostenlos ist, kann es ein Blick wert sein. Deshalb dachte ich, ich hole mir das, weil es ja schön zu meinem Kanal passt. Simulation. Und da ich so ein bisschen Modellbau ja auch schon gemacht habe, falls ich irgendwann mal Zeit habe, vielleicht auch mal wieder machen werde. So, irgendwie das rote Fleckchen hier gefällt mir nicht. So, ich blätter mal weiter. Was ist das? Foundry Red soll wohin? Auf die Lichter. Okay, wo soll das noch hin? Dieses Dark Aluminium, okay, das soll da hinten und diese Einzelteile sollen, glaube ich, auch alle Dark Aluminium werden. Dann machen wir doch das noch. Ah, man kann es doch verschieben, okay. Ich habe es gerafft jetzt. Mit WASD kann man das Modell schieben. So, ich mache mal die Teile Dark Aluminium. Ich hoffe, das ist korrekt. Bin mir da nicht sicher, aber ich hoffe es einfach. So, einfach mal von hier drüben ein bisschen ansprühen. Dann wenden wir einmal. Na, so sehe ich nicht. Oh, ganz schöne Pfuscherei hier. Wir müssen den Pinsel mal ein bisschen kleiner machen. Das ist ja schon zu schlampig. Ja, da haben wir schön ins Rote und in die komische blaue Farbe gesprüht. Müssten wir jetzt wieder ausbessern. Huch. Das war so nicht beabsichtigt. Also Geduld muss man aufbringen hier. Das habe ich schon gesehen.
Also wenn es wirklich ordentlich werden soll, muss man hier viel Geduld haben, glaube ich. So, wo ist meine... Kann ich das auch irgendwie drehen? Also, nicht nur so. Naja, die Stoßstange sollte, glaube ich, noch hier... Moment, schieben wir uns das noch ein bisschen so hin. Das bleibt rot, also nur das untere Teil hier. Da bin ich ja neugierig, welchen Platz wir in dem Wettbewerb machen. So schlampig, wie wir hier rumsprühen. Oder die Bemalung ist, ne? Naja, sehr schlampig inzwischen. So, weiter so rüber. Ich hoffe, das mit der Farbe passt dann auch, wie das hier gemeint ist. Weil das ist noch ein bisschen, das wird in der Anleitung ein bisschen hier schlecht angezeigt, finde ich. Na gut, wenn man selber Modellbau macht, kann man sich die Farben dann je nachdem aussuchen auch, ja, wie man möchte. Klar. Aber hier für das Spiel hätten sie schon eigentlich sagen können, diese Farbe soll genau das Teil, das irgendwie hier markieren, dass man hier drauf geht auf die Farbe und dann in der Anleitung hervorgehoben wird, was man da mit welcher Farbe anmalen soll. So, nicht schön, aber selten, würde ich sagen. So, Foundry Red, dann machen wir die Lichter da hinten gleich. Das ist das hier. Ich hoffe, das ist korrekt. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Wenn das das hier ist, wird das bestimmt sein. Die Rücklichter. So, jetzt weiß ich auch, wie die Sprühpistole heißt. Airbrush, mein Gott. Hat jetzt echt lange gedauert. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wie man das jetzt genau richtig nennt. Also mit Airbrush selber habe ich nie gearbeitet. Immer nur mit Pinsel, Farbtöpfchen. Und beim Zusammenbau mit dem guten alten Sekundenkleber und Plastikkleber, das Zeug hebt überall, nur nicht am Modell selber. Wenn ihr selber Modellbau macht, kennt ihr das. So, wir brauchen nochmal Aluminium. Dann mache ich die Dinge hier auch noch. Glaube, die hier sollen Aluminium werden. Na, wir haben wieder mehr ins Rote reingesprüht wie sonst was. So, wie gesagt, das soll jetzt hier einfach mal zum Zeigen. Vielleicht friemel ich mich da noch ein bisschen mehr rein dann im Laufe der Zeit, dass das alles ordentlicher wird. Aber jetzt momentan muss es einmal so gehen. So, für die erste Folge mal kurz ein Wettbewerbsmodell zusammenschustern und hoffen, irgendeinen Preis abzugreifen. Vielleicht ein Fünfer oder so. Wenn ich auf dem Podium bin, gibt es ja immer, glaube ich, für den Standard der E-Mail. Ich stotter schon wieder. Standard der E-Mail gibt es dann $20 oder so. Ich weiß ja dafür nicht, wofür man das Geld hier einsetzen kann. Kann ich mir dann Modelle kaufen und solche Sachen? Soweit bin ich noch nicht. Das ist, wie gesagt, so ein bisschen das Tutorial. Ich glaube, das hier... Das hier hinten müsste auch noch Aluminium sein. D38. Ist das hier D38? Nee. Also sehe ich hier nicht. Ja, das ist blöd ein bisschen. Aber nun gut. So, ein bisschen außen gehen wir noch. Ah, die Kante auch noch. Dann mache ich noch ein bisschen kleiner diesmal. Kriegen wir das auch noch hin vielleicht. Alles zu groß. So, wenn man das auf einstellt, hat man wirklich nur so einen Pixelpunkt. Da kann man dann, glaube ich, wirklich sehr, sehr genau arbeiten hier. Aber... Das ist mir für das erste Mal ein bisschen zu viel. Hier kann ich noch ein bisschen drüber gehen. Wenn ich es erwischen würde, die Stellen... Ja, hier kommt man, jetzt sieht man schlecht. Mal. Okay, das geht nicht so gut.
Ich tue mein Bestes hier, um das auch noch ein bisschen hinzukriegen. Gesagt, ob es hier dann später auch mal noch Pinsel gibt, wo man dann so selber rumpinseln kann, weiß ich nicht. Oder ob alles hier mit Airbrush gemacht wird. Ich schätze aber mal, es wird wohl bei dem Airbrush bleiben, aber keine Ahnung. Okay, hier fehlt immer noch irgendwo was, aber ich weiß beim besten. Ah, hier diese Leisten noch. Nee, die sind noch ohne Farbe. So, hier ist noch. Moment. Jetzt bin ich aber ziemlich lange mit Malen beschäftigt hier. Was wäre denn eigentlich das nächste? Ich lasse das einfach mal aus. Was ist das hier? Burnt Thin. Dark Aluminium schon wieder. Und Pearl. Also Pearl werden wohl die Lichter werden. Schätze ich einfach mal. Ich will mal noch das Modell auch nochmal zusammenbauen. Kann ich da nicht sprühen? Kann ich die Lichter nicht ansprühen? Hier innen drin? Okay, das scheint nicht zu gehen. Ja, dann suche ich mir mal die Burnt Thin raus. Wo ist das? Ich sehe es nicht. Ah, hier. Naja, das dauert zu lang. Muss ein bisschen breiter gehen. Dann mal hier kurz rüber. So, ich würde mal sagen, wir lassen mal die Malerei sein. Ich weiß, das ist für einen Modellbauwettbewerb, aber. Ah, hier soll man Decals benutzen. Ja, das will ich noch zeigen. Wie komme ich zum. Nein, hoch, nicht das Projekt verlassen. Wie komme ich denn. Wähle neue E-Mail, nimm am Wettbewerb teil. Ja, das ist. Mir klar, hier komme ich raus. Ich will nicht das Projekt verlassen. Na, ich will das Projekt auch nicht abschließen. Ich will einfach nur von der Werkbank. Hier zum Decal-Werkzeug. Ach, ich bin schon hier beim richtigen Platz. Sorry, ich dachte, ich bin hier drüben an der Bastelecke. Was habe ich denn hier? Das hier. Der Honky Donk. Was soll da hinten hin? Wie drehe ich das? Honky Donk. Formpassend. Nein. Wie kann ich denn den Honky Donk drehen? Ausrichtung. Ah, hier drehe ich das, okay. Wenn ich das Modell gerade hätte, würde es auch besser passen. Na. Okay, bisschen fummelig. Aber na gut. So, das passt einigermaßen. Dann setzen wir das hier hin. Drehen das Modell um, machen die andere Seite auch noch. So, kann ich das Modell hier ein bisschen passender hindrehen? Na, siehe, das geht doch. So, okay. Das wäre geschafft. Decals fertig hier. Dann setzen wir das mal zusammen. So, ich brauche dich. Setz dich oben drauf. So, da haben wir ja schon fast ein Auto beieinander. Dann haben wir hier irgendwelche Seitenschweller. Der gebogene da und dieser kommt hier hin. Nein. Dann andersrum. Ah, hier hinten. Kommt dann der hin? Der kommt hier hinten. Und die kommen dann unten am Boden oder was? Ah, nein, die kommt vorne. Okay, und jetzt? Warum verschwindest du? Ich habe hier noch was. Das muss auch noch hin. Du sollst hier hin. Anleimen, genau. War da nicht noch ein Teil? Das wird dann wohl die andere Seite, genau. So, das wäre geschafft. Dann wir einen Motorblock. Wo ist er? Einmal den Motorblock hier. Ne, anmalen. Nein, malen tun wir jetzt nicht mehr. Das dauert echt zu lange. Wie gesagt, also hier kann man bestimmt ein paar Stündchen verbringen.
es mal so zu sagen. Diese Anmalerei und so, also puh. Aber ich baue jetzt einfach erstmal zusammen. Na? Nein. Da ist der Mauszeiger zu einer Kleberflasche wird, soll es doch eigentlich passen, ne? Also. Du kommst hier unten hin. So, das ist abgeschlossen. Die Seitenteile habe ich schon gemacht. Da kommt ein Decal drauf. Na, das lasse ich jetzt auch mal. Ich baue einfach mal zusammen. Das ist alles anmalen. So, du kommst aufs Dach. Der Tank kommt hinten hin. Und was ist das? Nitro oder was? Das sieht eher aus wie so eine Rasenwalze. Okay. Dann würde ich sagen, müsste es eigentlich Projekt abschließend sein? Nein, das geht nicht. Muss ich das wirklich? Ich probiere jetzt mal Projekt verlassen. Aha, jetzt komme ich hier weg. Also ich muss es wirklich komplett beenden. Mit Anmalen und allem. Damit ich an dem Wettbewerb teilnehmen kann. Verwende, setze das Modell zusammen. Ja. Das ist jetzt blöd. Fange ich jetzt hier von vorne an? Nee, das fange ich nicht von vorne an. Aber... also ich muss es komplett anmalen und komplett machen. Es muss hier oben 100% sein. Das ist jetzt... was ist das? Modellverbindung aktualisieren. Okay, das weiß ich nicht, weil mal wahrscheinlich irgendwas nicht klappt. Aber nun gut, ich dachte, ich kann das auch einfach so einreichen. Also man muss es wirklich bemalen. Kann ich das auch wieder auseinandernehmen? Zur Ablage legen, das geht wohl nicht mehr. Also müsste ich es jetzt so anmalen. Das ist ja auch doof. Wie komme ich jetzt hier? Achso, ich muss einfach nur hier klicken, dann komme ich automatisch darüber. Ja. Wie gesagt, das finde ich jetzt ein bisschen doof. Also ich kann das nicht unfertig einreichen bei dem Modellwettbewerb. Kann ich vielleicht das Auto drehen? Ist das einfacher? Nein. Na gut. Dann müsste ich das jetzt erst anmalen alles. Zurückgehen kann ich auch nicht mehr. Ah, nee, fängt wieder von vorne an. Weil ich es nicht komplett bemalt habe. Ja, dann würde ich sagen, das soll es mal gewesen sein. Hier mal reingeschaut in Model Builder. Wie gesagt, momentan kostenlos im Epic Game Store. Bis nächste Woche Donnerstag. Könnt ihr euch das abgreifen, könnt ihr selber Modelle zusammenbauen. Und ja, wenn ihr noch weitere Folgen sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, dann bastle ich hier noch ein paar Modelle zusammen. Ich mache das Ding mal fertig. Vielleicht auseinandernehmen kann ich es nicht mehr, also muss ich alles jetzt so anmalen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch klappt dann. Ja, nichtsdestotrotz, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.